Hallo, willkommen zurück zu Elite Dangerous. Ja, nach dem kleinen Ausflug auf deine kleine Monde, kleiner Ausflug, kleine Monde, super, sind wir jetzt wieder ganz regulär auf unserer, nee, Route eigentlich nicht. Wir sind immer noch in diesem Plomeau-Sektor. Hier habe ich mir ein bisschen was markiert. Oh, das ist sogar ein anderer Sektor, da ohne sie stelle ich gerade fest. Also in dem Huemu-Sektor habe ich einiges markiert. Das gucken wir uns an. Und ja, der ist ziemlich hier an der Grenze zum galaktischen Zentrum. Und wenn wir das abgegrast haben, soll es dorthin gehen. Aber da haben wir es erst noch ein bisschen zu tun. Und legen wir mal los. Das nächste Ziel ist ein bisschen entfernt. 18 Sprünge. Kriegen wir aber hin. Jetzt in der Folge, aber ja, komm mal hin. Ich hätte jetzt irgendwie die letzten paar Tage gar nicht so viel gespielt. Da war auch eher Mutant Year Zero, Seed of Evil dazwischen gekommen ist. Da musste ich nochmal ein bisschen was machen. Ja. Aber ich denke jetzt, heute ist Samstagabend für euch. Sonntag? Ich glaube, das ist die Sonntagsfolge, wo ich hier aufnehme, wenn ich richtig bin. Komme ich heute und hoffentlich dazu, noch ein paar Lichtjahre hinter mich zu bringen. Mal gucken, was man auf dem Weg so noch findet. Können auch mal gucken, ob es nicht irgendwelche Neutronensterne gibt, wo man das Ganze ein bisschen beschleunigen können. Aber sie erstmal, dass das System 34. Heieieiei. Erster Blick: Gasriese Monde. Und natürlich Gewürm. Asteroide-Cluster. So, hier haben wir direkt schon. Eisplanet. Doch relativ groß. Geologisch sehr wahrscheinlich. Ja. Biologisch, das würden wir uns definitiv angucken. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich überhaupt Biosignale auf Eisplanete? Bin doch gar nicht so firm. Gibt es hier auch im Forum so ein paar, die sich da richtig mit befassen und das alles abgrasen anhand von der Wahrscheinlichkeit, wo sich was findet und. Das ist schon recht beeindruckend. Habe ich mich irgendwie noch gar nicht so damit befasst. Weil gerade bei den biologischen Signalen, da fehlt uns hier noch so einiges, was wir noch gar nicht gesehen haben. Ich glaube, das Exotischste, was wir haben, sind hier diese Brain Trees, wo ich ermord. Da gibt es hier diese ganze komische Kristallscherbe. Das ist auch biologisch, oder? Ich glaube. So komische Knolle gibt es noch und oh, einiges mehr. Wir kennen hier nur Borkenhügel, die man eigentlich schon lange nicht hatte, was mich wundert eigentlich. Und halt die Anemone. Das ist hier so das, was ich eigentlich, wenn ich was finde, finde ich das. Und wir haben schon lange kennen, wie heißt das nochmal, diese Sternphänomene gefunden. Die hatte man ja kurz vor Kolonia, hatte man da so ein bisschen Glück, dass wir da einige gefunden haben. Mal gucken, vielleicht treffen wir hier irgendwann nochmal auf sowas. Das fände ich ganz cool. Vielleicht sogar irgendwas, was man noch nicht kenne. Da gibt es ja auch einiges. Immer noch nicht. Okay. So, hier ist ein Orbit, ist leicht verschoben, aber der sollte noch nicht so exzentrisch sein. Aber hier ist hier noch ein anderer verschobener Orbit, oder bin ich einfach nur zu blöd, dass ich finde? Komm, komm. Was kann man dann Planete anlocken?
Riese Klasse 1, der 3er. Dann wollen wir mal gucken, was der für Orbit hat. Wird wahrscheinlich auch nicht so exzentrisch, aber ich eigentlich war es bis jetzt immer so, wenn so Orbit total verschoben war, dann war er auch ein bisschen exzentrisch gewesen. Der 3er. Nehmen wir gucken das System gerade jetzt erstmal hier an. Nee, nichts ist dran. Ja, das ist einfach nur so ein bisschen daneben. Ja, das ist so die Ebene und der 3er, der läuft halt, hat er ziemlich runter Orbit. Das ist fast wie so Atom irgendwie. So dieses alte Bild von Atome kennt man ja noch irgendwie. Vor allem der da und das da. Okay. Ja, ich habe schon mein Programm im Hintergrund laufen, aber ich will das alles auch so sehen. Ich bin jetzt keiner, der einfach nur flieht und das Programm da laufen lässt oder wie viel das ED Observatory nutze. Ja, Observatory, genau so ist das, glaube ich, das Windows-Tool. Das ist zwar nicht im Hintergrund, wenn das läuft, aber ich gucke mir auch Gerrit das Ganze so an. So, ich glaube hier können wir gut weiter. Lass uns mal kurz auf die Karte gucken. Ist uns das Glück hold? Finden wir hier irgendwas? Ah jo, guck mal hier. Nächster Halt Neutronenstern. Nehmen wir mal ein paar mit, würde ich sagen. Und auch um die Neutronensterne kann man ja manchmal richtig schöne Sache finden. Jetzt wird jetzt diese. Wurde ich das aufgenommen? Ich weiß gar nicht, wo man diese Wasserwelt gefunden wurde. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war es eine Wasserwelt direkt um den Neutronenstern. Es ist nicht immer anderes, also ein anderer Stern drumherum, sondern wirklich direkt. War schon cool. Sonntäglich haben wir Neutronenstern. Ja, da tanke ich jetzt bestimmt nicht auf, der ist mal wieder zu wüst. Wollte ich ja schon einen Neutronenstern, der ich gucke gleich das mal an, das ist ja schon beängstigend. Das umrum ein M-Zwerg gekreist und wie weit das Ding geht. Und unter der M-Zwerg war da eine erdähnliche Welt. War auch nicht schlecht. Oh, da ist noch ein anderes System in der Nähe. Oder wie sieht das? Ah, mit mir. Scan es erstmal dann. Oh. Oh. Das müssen wir uns mal angucken. Das habe ich ja komplett übersehen. Dass hier irgendwie. Dass die recht nah beieinander stehen. Da müssen wir mal gucken, ob das wirklich nah ist. Oder ob das jetzt einfach nur so auf der Karte so erscheint. Ja, das ist ja auch immer cool, wenn so ein Neutronenstern direkt am Stern ist, am normale. Und immer noch meine Hoffnung, mal einen Neutronenstern zu finden, wo in sehr großer Nähe ein Planet kreist, auf dem man landen kann. Dass man dann auf dem Planet ist und dann so richtig schöner Blick auf den Neutronenstern hat. Das hätte ich mir echt gerne. Gibt's ja, aber ich habe jetzt noch keiner gefunden. Alles relativ weit weg. Mal kurz mal hier gucken. 3,8 Tage ist nicht sonderlich weit weg. Okay, und du hast irgendwas terraformierbar wäre, würde ich nicht hinfliehen. Das war es gerade ein bisschen zu weit. What? What? Nee, Moment. Ich will ja nicht in den Neutronenstern rennen. Ich will einfach das Ding vor die Flinte bekommen. Ah ja, guck mal. Das würde mal.
Das habe ich auch gesucht, genau. Knips. So. Gut, dann schnappen wir uns am besten den nächsten Neutronenstern, den wir auf Tange können. Weil die Dörse mal wirklich nicht so ganz geheuer. So, sind wir mal gespannt. Ja, das ist doch. Jop. Das war zu schnell. Vier Objekte, die können wir es erstmal noch mitnehmen. Felsige. Ja, ach hier. Nein, du. Gut, drei Hülle will, die sind aber wahrscheinlich gut ein bisschen weiter entfernt. Da müssen wir da nicht unbedingt hin. So, müssen wir es erstmal gucken. Wir wollen nach unten und irgendwie diese Richtung. Oh, hier hat es einen Haufen Neutronensterne. Gucken euch das mal an. Das ist ja fantastisch. Was bist du für einer? 201. Da geht noch ein bisschen. Was bist du zum Beispiel? 359. 359, da könne man noch eine Reihe nach unten. 277, vielleicht bis hier in diese Richtung. 300, das ist ein bisschen weit. 350 auch, vielleicht ein bisschen hier oben. 303, das könnte eventuell passen. Probieren wir mal, ob das irgendwie klar geht. Jo, sehr schön. Wenn wir es ganz knapp machen wollen, können wir hier nochmal aufladen. Und dann aber zum Sternflieger, wo wir tanken können. Das würde sich dann schwer empfehlen. Das könnte man sogar machen. Tun wir vielleicht nur so 200 Lichtjahre irgendwie mal inplanen oder so um den Dreh. Das ist, denke ich, in Ordnung. So. Ah, komm. Yeah. Okay, auch wieder vier. Nein. Lass mich rein. Oh, Gott sei Dank. Das hat gereicht. Ja, das muss doch noch 300 gehen. Gehe nicht mal davon aus. Aber dann müssen wir. Ne, nur Eis im Körper. Dann müssen wir auf jeden Fall tanken. Hätte ich jetzt vermutet, dass das andere ein Mond ist, aber. Nee, einzelner. Gut weit auseinander. Nicht so interessant. Gut, Moment, ich will zuerst wieder zu meinem jetzigen. Mir hauen wir zumindest die B-Sterne mit drin. So, immer noch ein bisschen
Wie weit ist bestimmt du weg? Okay, gut, da können wir noch einiges. Zack. Oh, das war jetzt viel zu weit. Und. So, wo sind wir hier ungefähr? So nett. So. Na komm, willst du dich anwählen? 300, bisschen zu weit. Ich bin in der Ober, was meinst du? 304. Geht was? Das sagt ihr uns schon, oder? Das sagt ihr uns schon. Oh. ja, das geht. Das geht. Dort ist der Tank ziemlich leer. Das müsste aber klar gehen, oder? Nummer vergrößere B-Stern, KGB-Mofa, da können wir tanken. Ob das überhaupt noch mal lange wird, für eine kleine Balke oben direkt aufzufüllen? Okay, gut, das war jetzt ja geplant, das Tanke, also dass wir so weit runterkommen. Schlecht ist es halt, wenn du so weit runterkommst und es nicht planst. Vor allem, wenn du halt gerade im Bereich bist, wo halt nur viele Neutronensterne oder sonstiger Krimskrams ist und nichts ohne Tanke kannst. Das ist halt natürlich ärgerlich. Nur 4. Okay. So. Da stehen wir gut. Jupp. Das müsste von der Hitze auch, denke ich. Was tut denn das Schiff so wackeln? Hier irgendwelche Poloperanze oder was? Nee, eigentlich nicht. Achso, die Temperatur steigt auch so ein bisschen, aber das ist alles noch im Rahmen. Dort waren wir jetzt schon wieder voll. Ja, passt noch alles. So, jetzt kommen wir so langsam vom Stern weg. Nicht? Alles gescannt? Ach, geht schon wieder nicht. Aber ja, alles gescannt. Gut, ach, her. Das gibt's doch wohl nicht. So kann man rauszoomen. Es ist ärgerlich, wenn die Maus nicht geht. Beziehungsweise. So, hat er irgendwas? Silbersprünge. Dann. Silbersprünge. Oh! Das ist doch mal nett, oder? Ja, machen wir nur beim schwarzen Loch halt. Cool. Gucken wir uns auch gerne an. Auch wenn man wahrscheinlich nicht so viel sieht. Da waren wir jetzt schon lange nie. Finde ich nett. In das schwarze Loch geht, der schwarze Himmel ist dann ja okay. Okay, nur noch ein Objekt ist hier irgendwo. Irgendwo hier ohne. Können wir doch. Oh! Oh la la! Guckt euch das mal an. Schwarzes Loch mit 2,6 Sonnenmasse und. Okay, gut, in einigem Abstand ein Neutronenstern. Der ist auch in gutem Abstand, der Dom. Nicht schlecht.
Nicht schlecht, Herr Specht. Seit dem Maus wieder gegangen. Okay. So, dann könnte man doch gerade einfach mal weiterspringen. Immer noch. So, das Ziel. So, guck mal, vielleicht haben wir noch irgend sowas Cooles jetzt. Ach, Neutronenstern. Den könnte man doch eventuell noch mitnehmen, oder? Wäre doch eine gute Idee. Nee, das packen wir, glaube ich, nämlich zu einem anderen System. Ja, denn doch nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Wäre ja noch ziemlich gut in der Zeit. Drin. Jetzt kann ich auch wieder raus. Danke. So. Und da mal bei Gelegenheit mal auf der Frameshift-Antrieblinse, wie fit der noch ist. Sollte man auch nicht vergessen. Oh, haben wir hier noch etwa eine Wasserwelt? Eine Ammoniakwelt. 38.000. Und das ist jetzt eigentlich bin ich ja geplant für weiter so vier. Mir gucken mal, was hier noch so um diese andere Sterne so kreist, was das war. Planet ist in, doch nee, Wasserwelt ist es. Ich dachte, es wäre Ammoniakwelt. So. Gucken wir uns erstmal um. 0,6. Aha. Okay, sogar L. Zwergstern, okay. Terraformierbar, Terra. 3, 4, 5. 5 Terraformierbare und eine Wasserwelt. Okay, ja, da komme ich jetzt nicht drum rum irgendwie. Das lasse ich auf keinen Fall. Sause. So. Okay. Wasserwelt. Dann steigen wir bei der in und genau, das sind wir nämlich am nächsten dran. Gut. Ist jetzt halt so. Aber das lohnt sich mal nicht, ne? Bestimmt nicht. Können wir jetzt so lange noch ein bisschen auf der Karte schnauzen? Einfach mal gucken. 5 Sprünge. Ja, das wird eh knapp wäre. Nee, eigentlich wird es nicht knapp wäre, wenn man jetzt durchspringen würde. Dann sind wir. Ah, egal mir. Nee, das Geld lasse ich nicht leihen. Wir gucken uns in der O-Stern. Nee, Wolf-Rayet-Stern ist es, glaube ich. Dann gucken wir uns beim nächsten Mal an. Genau, und wenn wir auf dem da unten sind, dann ist es nicht mehr wahrscheinlich allzu weit zu dem hier, zu dem schwarzen Loch, 500 von hier, ne, die sind ziemlich schnell erreichbar, auch Wolf-Rayet-Stern. Und wie weit bist du es? Es geht eigentlich noch, das ist schon ein bisschen weiter, oh. Oh, ist da noch was? Das ist jetzt natürlich, weil da müsste ich mich hier runterschrauben, vielleicht dann da hoch wieder. Das wäre so Sach und. Upsa, was sind da für Gestalte? Was sind das für Gestalte? Aber wer ist denn das? Der Jesse, du doch momentan in den Gefilden jagen, oder? Weg, 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 weg. Der Commander Jesse, genau. Der ist doch da oben. 10.000 Lichtjahre, wer ist das?
Der Ray Jameson ist hier. Eieieiei. Dem Sektor will ich auch noch hin. Ach, da kommst du Jesse schon wieder in die Quere. Okay, nee, nicht wirklich. Der ist ein bisschen höher als ich bin oder will. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall. Oh, hier ist noch jemand. Wer ist das? Ist das der Kolumbus? Oder wer ist? Hallo? Ne, der ist nicht bei einem Schiff. Das ist, wer ist das? Melba Kasum, okay. Der hüpft dort rum. Ja, wir müssen uns dann auch mal angucken. Irgendwann. Weil ich will nur mal ein paar Experimente machen. Und zwar das Experiment, wie hoch oder beziehungsweise wie tief ist es an bestimmte Stelle von der Galaxis. Das würde ich gerne auf der Reise noch ein paar Mal machen. Das ist nur die Frage, wo. Ich könnte mal doch gerade mal. Natürlich, der Klassiker wäre natürlich, wenn wir das so an Sagittarius A, so am Zentrum machen. Das hat zwar dann der Nachteil, dort werden wir keine unentdeckten Systeme mehr finden, wenn wir nur ganz nach oben oder nach unten gehen, weil das hat hundertprozentig schon jemand vor uns gemacht. Es wäre halt so ein Klassiker, den man mal machen könnte. Ansonsten könnte man vielleicht in jedem Sektor, wo man noch rumfliegt, sowas ausprobieren. Also sprich, hier irgendwo und hier. Hier oben und hier unten. Vielleicht machen wir es auch kurz vor Sagittarius A, aber irgendwie will ich das mal machen. Weil es ist ja auch schon immer interessant. Und natürlich dann halt nicht bis zum Äußersten gehen, weil wir wollen ja irgendwann, also nicht irgendwann da stehen und dass wir nie zurückkommen. Das wäre natürlich doof. Was man dort vor auf jeden Fall noch machen könnte, weil das habe ich momentan noch gar nicht so drin. Das ist so abschätze, wie weit man kommt mit der unterschiedlichen FSA-Einspeisung. Es gibt ja diese drei Stück. Das könnte man eventuell ein paar Mal machen. Auf dem Flug jetzt, auch wenn man es eigentlich gar nicht brauche, um einfach mal Gespür dafür zu kriegen, was das ausmacht. Falls man dann mal wirklich irgendwann in so einen Bereich komme, oder falls man die Höhe mal austesten wolle, dass man halt dann wisse, aha, so weit und nicht weiter. Das wäre eventuell ganz gut. Ja, das machen wir auch. Haben hier noch ein paar Meter vor uns. einige Meter. So, aber ich würde sagen, diese Wasserwelt, die gucken wir uns noch an. Die scannen wir noch für die Folge. Und dann werde ich die restliche terraformierbare Planeten im System abfliegen. Und ich denke, dass wir uns dann beim nächsten Mal kurz vor dem O-Stern wiedersehen. Mein Programm sagt mir, das ist ziemlich kalt. Minus 7,8 Grad. Nein, tun wir nicht mit unserer Reisegesellschaft Time Agent Tours anfliegen als Urlaubsziel. Nee, das ist. Und außerdem ist es noch ziemlich düster. Erkennt mal die Polkappe gerade so. So, hier schon mal drüber. Schub zurücknehmen. Wir dürften noch einiges an Restschub haben. So, genau. 6 Stück. So. Okay, mit dem bisschen düsterer Blick sage ich dann einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.